Hallo, ich bin Şaib Günler und ich bin der Projektmanager von SV Türkgücü Kassel. Wo wir jetzt gerade sind, ist es der Clubräume von SV Türkgücü. Es ist meistens so, dass wir morgens früh die Senioren hierher kommen. Ab 4 geht dann bei uns eigentlich dann der Trainingsbetrieb los. SV Türkgücü heißt ja übersetzt türkische Kraft. Das bedeutet aber nicht, dass man türkisches Kraft hat, sondern innerliche Werte, innerliche Kräfte. Natürlich sind wir als SV Türkgücü offen für alle. SV Türkgücü ist für mich wie eine Familie. Wir kommen hier sehr gut miteinander aus. Hallo, ich bin Patrick Wenderoth. Ich spiele bei dem Verein SV Türkgücü in der B-Jugend. Wenn man jetzt bei uns in der Gegend wohnt, wächst man natürlich auch mit Ausländern auf. Als Deutscher fühle ich mich wohl in der türkischen Mannschaft. Ich habe auch davor in der deutschen Mannschaft gespielt und ich fühle mich ehrlich in der türkischen Mannschaft wohler. Wir sind so, weil jeder Mensch das Recht hat, Fußball zu spielen, egal in welcher Mannschaft, egal was für Nation man ist. Die Jugendzahlleiter von uns Kindern in diesem Kindergarten und in diesen Schulen machen mit diesen Jugendlichen, mit den Schulkindern und Kindergartenkindern Sportangebote. Ja, wir begrüßen das natürlich sehr, dass Türkgücü sich über Jahre in diesem Bereich engagiert, gerade auch im Fußball. Das ist natürlich für eine Stadt sehr wichtig. Und hier muss man noch dazu sagen, dass Türkgücü auch in einem Teil unseres Stadtgebietes ist, der sozusagen diesen Anspruch auch erhebt, Integrationsarbeit leisten zu wollen und zu müssen. Und dementsprechend ist es ein wesentlicher Bestandteil unserer Integrationspolitik, wenn man so will. Was uns natürlich sehr betroffen hat, ist es so, dass unsere ehemalige Spieler von diesen sogenannten Dönermördern erschossen worden ist. Deswegen haben wir dann Menschenketten organisiert, wir haben eine Schweigemarsch organisiert, wir haben eine Straßenhaltestelle auf seinen Namen genannt, Alidiosgard-Platz. Also das sind die Sachen, die wir eigentlich zumindest als SV Türkgücü machen konnten. Türkgücü für mich ist nur mein Leben. Hier sind meine ganzen Freunde. Hier gibt es auch nicht so Konkurrenzkampf wie bei anderen Mannschaften. Ich spiele hier, seitdem ich klein bin, als Italiener. Und die Türken haben mich aufgenommen, wie als wäre ich eine Familie für sie. SV Türkgücü ist für mich mein zweites Zuhause.